Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute geht es um ein wichtiges Thema, nämlich was ist, wenn Panik am Markt ausbricht? Wie verhalten wir uns da? Es ist Montagmorgen, der 29.06.2015 und wenn ihr dieses Video seht, dann sind schon einige Tage vergangen, aber ihr könnt einfach mal in die Charts hineinschauen und ich weiß natürlich nicht, wie es in den nächsten Tagen weitergeht, aber Fakt ist, heute Morgen konnte man an vielen Märkten so etwas wie Panik sehen. Am Wochenende die Griechen, Stichwort Grexit, haben also quasi ihre Banken zugemacht, haben gesagt, es gibt kein Geld mehr. Die Griechen versuchen alle irgendwo Geld herzubekommen. Der Euro ist heute früh sehr, sehr stark gefallen. Der DAX hat heute mit über 500 Punkten Minus aufgemacht und es ist so eine leichte Panik an den Märkten zu spüren. Und es ist es natürlich für uns so, dass wenn wir Optionen verkaufen, dass natürlich an solchen Tagen ganz besonders die Volatilität nach oben geht. Und wer dann früh 9 Uhr in sein Konto schaut, der sieht natürlich in allererster Linie mal ein Minus, egal übrigens wo er positioniert ist. Also egal ob er beispielsweise heute DAX Calls hatte oder ob er DAX Puts hatte, die sind erstmal alle im Minus, weil die Volatilität hochgeht. So. Und viele haben jetzt in so einer Situation Angst, vor allen Dingen, wenn man das noch nicht miterlebt hat und sagen dann, ich muss jetzt ganz schnell was machen. Und hier möchte ich euch aber eins sagen, wir sind ja Stillhalter. Und genau in so einer Situation, als wenn der vermeintlich schwarze Schwan kommt, wenn die Panik aufkommt, dann ist es unheimlich wichtig, sich genau an dieses Wort zu erinnern. Wir sind Stillhalter. Und in dem Moment, in diesen ersten Stunden der Panik, ist es absolut entscheidend, wirklich still zu halten. Das hat mehrere Gründe. Zum ersten ist es natürlich so, gerade an einem Morgen und wenn es noch Montagmorgen ist, also wenn am Wochenende keiner handeln konnte, über Nacht konnte keiner handeln, dann ist es natürlich so, dass ganz besonders zu Beginn des Handelstages erstmal die ganzen Ängstlichen, alle die Panik haben, alle die irgendwie auf der falschen Seite sind, dass die erstmal in die Märkte springen. Und das führt natürlich dazu, dass die Preise der Optionen, die Spreads, also zwischen An- und Verkaufspreis, Bid-Ask, dass die enorm auseinandergehen. Und wer jetzt in so einer Situation sagt, ich liege hier mit einer Position falsch und ich möchte die jetzt schließen, der wird enorm draufzahlen, nur aufgrund dieses sehr, sehr großen Spreads. Weil wenn wir normalerweise einen Spread haben und wir sagen, was weiß ich, normalerweise ist ein Spread hier 20 auf 24 als Beispiel, dann würden wir ja sagen, okay, wir versuchen mal irgendwo in die Mitte hineinzukommen und vielleicht hier mit etwas Glück bei 22 unseren Trade zu machen. Wenn wir dann aber so eine Paniksituation haben und plötzlich ist eben der Spread 20 auf 60, so, wo will man sich denn da hinstellen? Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, 20 und 60, die Mitte wäre 40, ich lege mich bei 40 rein. Aber in der Regel ist 40 schon ein falscher Preis, egal ob man kauft oder verkauft. Und gerade meistens ist es ja so, dass man kaufen möchte, weil man aus seiner Short-Position rausgehen will. Das heißt, man zahlt viel zu viel Geld dafür. Und zum anderen kann man an diesen Tagen sehr, sehr häufig beobachten, dass man eben gerade in diesen ersten Stunden eben nicht in der Mitte gefüllt wird, sondern wenn man kaufen will, muss man hier sehr, sehr weit hier rüber gehen, also Richtung 60. Und wenn man verkaufen will, muss man sehr, sehr weit nach links gehen, also Richtung 20. Das heißt, für jeden Kauf, ich zahle zu viel und für jeden Verkauf, ich bekomme zu wenig. Und da hat man von vornherein ein schlechtes Risikoverhältnis, egal ob man einen Trade schließt oder ob man einen eröffnet. Und deswegen ist es ganz einfach wichtig, dass man in solchen Situationen die Ruhe behält. Das ist natürlich leicht gesagt von mir, weil ich habe das schon so oft erlebt, mich überrascht das nicht mehr. Also ich bin heute früh ins Büro gekommen und habe gedacht, okay, schauen wir mal, wo die Spreads sind und sie waren riesengroß. Ich habe ja auch mal ein paar Bilder gemacht und blende die mal hier im Video mit ein, damit ihr einfach mal seht, der DAX, riesiges Gap nach unten gemacht, die Euro-Optionen, die DAX-Optionen mit sehr, sehr großen Spreads. Aber für mich war das jetzt nichts Überraschendes und es hatte auch keine allzu großen Auswirkungen auf unsere Konten. Und das ist der nächste Punkt. Viele überlegen immer, wie kann ich mich denn in so einer Situation schützen? Was kann ich denn machen, um dann gut rauszukommen? Oder wie kann ich reinkommen? Wie kann ich mich hedgen? Und so weiter und so fort. Und der eigentliche Hedge, den es in so einer Situation gibt,
der muss schon viel, viel früher erfolgen und eben nicht, wie die meisten denken, dass man sagt, ich muss erahnen, in welche Richtung das Ganze ausschlägt. Also ob der DAX jetzt heute 500 Punkte tiefer öffnet oder ob der 500 Punkte höher öffnet, das können wir sowieso nicht absehen. Das wissen wir einfach nicht. Was wir aber wissen können, ist, wenn es solche großen Ausschläge gibt, dann wird das Auswirkungen auf mein Portfolio haben. Und deswegen muss diese einzelne Positionsgröße so minimal gewählt sein oder so klein gewählt sein, dass sie auf der einen Seite mich befähigt, immer noch fortlaufend Gewinne zu machen und dass sie mich aber auf der anderen Seite nicht Kopf und Kragen kostet. Und deswegen empfehlen wir ja auch, dass wer ein kleines Konto hat und beispielsweise Future-Optionen handelt, der sollte eben niemals mehr als maximal 2% pro Trade riskieren. Jetzt ist 2% schon recht aggressiv. Ich persönlich bin in den letzten Jahren auch aufgrund ansteigender Kontogröße immer weiter vom Risiko heruntergegangen. Das heißt, ich handle jetzt tendenziell eher 0,5, 0,3% pro Trade in der einzelnen Position. Und dann lieber eben eine große Anzahl an Positionen, verschiedene Positionen, die nicht korreliert sind. Das ist aber wesentlich einfacher, als an so einem Tag dann sagen, ich muss mich jetzt irgendwie hedgen, ich gehe im Future Short oder Long oder kaufe das Underlying oder mache sonst irgendwas. Das führt in der Regel immer dazu, dass man es nur noch schlimmer macht. Und deswegen Finger weg von solchen Sachen, stillhalten, erstmal abwarten. Denn eins müsst ihr immer wissen, gerade wenn sowas am Montagmorgen oder überhaupt an einem Morgen in Europa passiert oder wir es in Europa sehen, die großen amerikanischen Händler, das heißt die Hedgefonds, die Institutionen, die kommen erst heute Nachmittag in den Markt. Das heißt also 14 Uhr, 14.30 Uhr, 15 Uhr fangen die erst an. Und in der Regel ist es so, dass sich am Morgen diese Panik dann erstmal, die tobt sich so ein bisschen aus ein paar Stunden. Und wenn dann die Amerikaner reinkommen, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Nummer eins, das Ganze dreht um. Und dann wäre es eh besser gewesen zu warten. Oder aber die großen Institutionen sagen, okay, wir schreiben diesen Trend fort, ziehen dann aber auch erst nochmal die Märkte in die andere Richtung, um sich entsprechend zu positionieren. Und dann passiert auch eins, weil dann plötzlich Liquidität hineinkommt, werden die Spreads viel, viel einfacher. Das heißt, um nochmal auf dieses Beispiel zu kommen, selbst wenn sich der Trend fortsetzt, also wenn es weiter nach unten geht und ich müsste meine Puts eindecken, habe ich hier dann oftmals einen viel, viel engeren Strike und komme zu viel besseren Preisen raus, auch wenn der Preis beispielsweise des DAX heute Nachmittag noch weiter sinken sollte. So, und deswegen ganz wichtig, wir müssen vermeiden, dass wir selbst an solchen Tagen in Panik verfallen. Es genügt, wenn alle anderen in Panik sind. Und damit wir das vermeiden, da kann man jetzt die einen sagen, ja, da musst du dich mental darauf vorbereiten und so weiter und so fort. Ich sage, der einfachste Weg ist, haltet eure Positionsgrößen klein. Solange ihr kleine Positionen fahrt, kann an einem Tag wie heute überhaupt nichts passieren. Das heißt nicht, dass ihr heute einen des Tages als Gewinner vom Platz geht. Natürlich wird man an so einem Tag ein bisschen was verdienen. Entschuldigung, verlieren, ne? Wenn man ein Short-Volatilitätsportfolio hat. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ihr an so einem Tag mit einem halben oder mit 1% Minus aus dem Tag auf euer Konto rausgeht oder ob an so einem Tag mit 10% Minus rausgeht. 10% an einem Tag zu verlieren, das ist schon wirklich huiuiui. Also da muss man schon für die Zukunft aufpassen. Ein halbes Prozent, 1%, 1,5% an so einem Tag zu verlieren, ne? Also wenn wirklich so etwas Bedeutsames passiert, das ist, glaube ich, überhaupt kein Beinbruch. Da steht man drüber und da kann man am nächsten Tag ganz entspannt weitermachen. So, denkt immer dran. Wir traden nicht für den Jackpot, auch nicht an solchen Tagen. Und wenn ihr jetzt keine Daytrader seid, dann versucht es auch gar nicht an diesem Tag zu werden. Ich habe am Anfang immer den Fehler gemacht, habe dann gedacht, okay, heute riesiges Gap im DAX, das musst du jetzt irgendwie handeln. Wenn man aber gar keine Ahnung davon hat, und ich habe keine Ahnung davon gehabt, und ich bin mir auch heute noch nicht so sicher, ob ich es richtig verstehe, was da so passiert in den Märkten, dann sollte man die Finger davon lassen, sollte sich auf sein ureigenstes Geschäft konzentrieren und sagen, okay, ich warte mal ab, wie sich das Ganze entwickelt, ich werde nicht panisch, ich warte ab, bis Liquidität hineinkommt und dann macht man ganz mechanisch weiter. Das war's für heute und jetzt sage ich Ihnen nochmal im Ganzen, wir traden nicht für den Jackpot, wir traden fürs regelmäßige Einkommen und regelmäßiges Einkommen schafft man nur mit entsprechender Positionsgröße. Wir sehen uns wieder im nächsten Video, bis dahin, alles Gute, Servus, macht's gut.